Immer noch scheitern viele Ehen in Deutschland. Aber anders als im Film ist es jedoch nicht primär das verflixte siebte Jahr, in dem sich viele Paare scheiden lassen. Das zeigt die Analyse des Umfrageportals Statista, die der durchschnittlichen Ehelänge in Deutschland nachgegangen ist. Zwar gibt es auch viele Trennungen im verflixten siebten Jahr, noch mehr Paare scheitern allerdings im fünften und sechsten Ehejahr. Traurig auch, mehr als jede dritte Ehe ging 2020 hierzulande in die Brüche. 2005 war es sogar jede zweite Ehe. Dennoch bleiben Paare deutlich länger offiziell Eheleute. So sind Paare in Deutschland im Schnitt knapp 15 Jahre verheiratet, bis sie sich auch offiziell trennen bzw. scheiden lassen. Dennoch sollte man den Glauben an das für immer nicht enttäuscht aufgeben. 2018 gab es zwar mehr als 148.000 Scheidungen, aber dreimal so viele Eheauflösungen durch den Tod von einem von beiden PartnerInnen. Das Ergebnis laut Statista: Knapp 3/4 aller Eheschließungen sind bei uns lebenslange Bindungen. Und das gibt einem den Glauben an ein romantisches für immer und ewig doch ein wenig wieder.